Hallo, ich bin Kevin Costner. Willkommen zu 500 Nations. Wir Amerikaner wachsen auf mit der Legende der Pilgerväter von Plymouth Rock, die als erste in der unberührten Wildnis auf die Indianer trafen. Aber die Landung jener englischen Kolonisten war keineswegs die erste Begegnung. Als die Pilgerväter in Plymouth landeten, war die Region von Sklavenjägern und Händlern schon durchkämmt. Die beiden ersten Indianer, auf die sie trafen, sprachen Englisch. Einer war sogar schon in England gewesen. Die Indianervölker hätten es einfach gehabt, die ersten Ansiedlungen der Europäer zu zerstören. Stattdessen wurden sie als potenzielle Handelspartner und Verbündete begrüßt. Sie gaben ihnen Land und brachten ihnen bei, wie man darauf überlebt. Aber die Indianervölker wurden völlig unvorbereitet konfrontiert mit der europäischen Invasion, die folgte. Bevor wir zu den ersten Siedlern gehen, blicken wir nach Norden, zu einem Volk, das die Engländer nie besiegten. Den Inuit. Zu dem Volk, das uns besser bekannt ist als Eskimos. Willkommen zu Folge 4, Häuptling Metacom führt Krieg. Die europäische Invasion. Und ich denke immer wieder an mein kleines Abenteuer, als mich ein Landwind mit meinem Kajak hinaustrug und ich dachte, ich sei in Gefahr. Und ich sorgte mich so sehr um all die lebensnotwendigen Sachen, die ich brauchte und die ich nicht erreichen konnte. Aber tatsächlich gibt es nur noch eine große Sache, das einzige. Zu leben, zu sehen, auf der Jagd und auf Reisen, der große Tag, der heraufdämmert und das Licht, das die Welt erfüllt. Inuit. An den nördlichen Ausläufern des Kontinents, ausgestreckt bis zum Polarkreis, liegt eine Insel, die größer ist als Großbritannien, Baffinland. Diese Insel war die Welt der Inuit, vom östlichen Baffinland, ein Volk, das wir normalerweise Eskimos nennen. Für die Inuit war die Zeit des Tauwetters im Frühling eine Jahreszeit voll Freude und Überfluss. Kleine Gruppen machten sich auf zu den Sommersiedlungen, die an der großen südlichen Bucht von Baffinland lagen. Dort jagten sie entlang der Küste Rentiere und Robben und Walrosse in der reichen See. Das große Wasser treibt mich voran. Es bewegt mich wie die Algen in einem großen Fluss. Die Erde und das große Wetter bewegt mich, trägt mich davon und bewegt mein Inneres mit Freude. Uwavnuk Inuit. Der Sommer des Jahres 1576 brachte etwas völlig Neues mit sich. In diesem Sommer führte Kapitän Martin Frobisher eine Expedition durch auf der Suche nach der Nordwestpassage, dem nördlichen Weg zum Orient. Im Juli passierte er Massen zerbrochenen Packeises und durchquerte eine Meerenge zwischen Gebirgen, die er Frobisher Straße nannte. Als die Engländer in die Bucht segelten, ließen einige Inuit ihre Kajaks zu Wasser und paddelten zum Schiff. Der Schiffschronist verfolgte die Ereignisse. Unser Kapitän machte eine Anzahl kleiner Dinge aus, weit voraus, die über das Wasser trieben. Er vermutete, dass es sich um Tümmler oder Robben handelte oder um irgendeine andere Art unbekannter Fische. Als wir uns näherten, entdeckte er, dass es Männer waren in kleinen Booten aus Leder. Die Inuit boten ihnen Fische und Kleidung aus Robbenfell an und Freundschaft.
Einer der Männer erklärte sich einverstanden, die Europäer durch die Seewege zu lotsen. An eine Stelle, von der Frobisher glaubte, dass es sich um den Pazifik handelte. 5 Seeleute wurden in ein kleines Ruderboot beordert. Sie sollten den Inuit-Lotsen zu seinem Kajak rudern, das am Strand lag. Aus Gründen, die man nie erfahren wird, missachteten die Engländer Frobishers Befehl, nie außer Sichtweite des Schiffes zu rudern. Entgegen seines Kommandos ruderten sie weiter hinter einen Punkt an Land, der nicht mehr eingesehen werden konnte. Er konnte sie weder hören noch sehen. Deshalb urteilte er, dass man sie gefangen genommen habe. Obwohl sich die Inuit weiterhin dem Schiff nur näherten, um Handel zu treiben, war Frobisher von ihrer Hinterlist überzeugt. Sie trafen bereits Vorbereitungen, die Anker zu lichten, als Frobisher entschied, für seine Auftraggeber in England eine Beute mitzubringen. Der Kapitän war von Sorgen geplagt, dass er in sein Land zurückkehren sollte, ohne einen Beleg oder ein Zeugnis, womit der Welt bewiesen werden könnte, an welchem Ort er gewesen war. Frobisher hielt einem Inuit-Händler, der mit seinem Kajak nahe an das Schiff herangekommen war, eine Glocke hin. Dieser streckte seine Hand in einer freundschaftlichen Geste aus, Frobisher ergriff sie und hiefte ihn an Bord. Dann ließ er die Segel setzen, Richtung England. Seine 5 vermissten Besatzungsmitglieder ließ er zurück. Frobisher sollte auch seine lebende Trophäe verlieren. An Bord des Schiffes biss sich der gefangene Inuit voller Trotz die Zunge durch. Wenig später starb er. Kurz nachdem Frobisher Baffin Land verlassen hatte, schloss das winterliche Treibeis die Bucht wieder ab. Und die Inuit kehrten zurück zu ihrem winterlichen Leben. Im folgenden Sommer kehrte Frobisher nach Baffinland zurück. Am 31. Juli landete eines seiner Schiffe, und zwar an einer Stelle, die etwa 250 Kilometer von jenem Punkt entfernt lag, wo im Jahr zuvor seine 5 Männer verschwunden waren. Sie stießen zufällig auf ein verlassenes Sommerlager der Inuit und entdeckten Teile europäischer Kleidung. In diesen Zelten erblickten sie ein Wams aus Segeltuch, das nach der englischen Mode gemacht war. Ein Hemd, einen Gürtel, 3 Schuhe für unterschiedliche Füße und von ungleicher Größe, von denen sie sicher annahmen, dass sie zur Kleidung unserer 5 armen Landsleute gehörten. Am nächsten Tag sandte Frobisher 40 Soldaten wieder in diese Gegend. Sie überraschten dort 18 Inuit-Männer, Frauen und Kinder. Als die Inuit aus ihren Zelten flohen, eröffneten die Engländer das Feuer. Die Inuit wichen den Kugeln aus und rannten zum Strand. Sie ließen ein großes Boot, genannt Umyak, zu Wasser. Und sie versuchten, aufs offene Meer zu entkommen. Aber englische Boote zwangen sie zurück an die felsige Küste. Völlig außer sich kletterten sie auf die spitzen Klippen, die aus den Wellen ragten. Die Soldaten kreisten sie vom Land und vom Meer her ein. Frauen und Kinder drängten sich an die Felsen, während die Inuit-Männer um ihr Leben kämpften. Verzweifelt stemmten sie sich unseren Männern entgegen. Sie leisteten ihnen mannhaften Widerstand, solange ihre Pfeile reichten. Und danach sammelten sie jene Pfeile auf, die unsere Männer nach ihnen abschossen. Ja, und sie zogen unsere Pfeile aus ihren Leibern. Sie fochten für ihre Sache, solange die Waffen reichten und solange sie Leben in sich hatten. Und wenn sie spürten, dass sie tödlich verwundet waren, stürzten sie sich kopfüber mit Todesverachtung von den Felsen ins Meer, damit ihre Feinde nicht den geringsten Ruhm davontragen konnten. Einige Inuit kletterten über die Felsen, die schlüpfrig waren vom Blut und von der Gischt, und konnten so entkommen. Eine Frau und ihr verwundetes Kind hatten weniger Glück. Frobisher nahm sie gefangen.
Zusammen mit einem Mann, den er bereits vor Tagen gefangen genommen hatte, hatte er nun eine Grundausstattung von Inuit gesammelt. Als sein Schiff Richtung England segelte, zeigte Frobisher wenig Mitgefühl für seine verschleppten Opfer, die er aus ihrer Heimat und von ihren Familien weggerissen hatte. Sie wurden zusammen eingesperrt und die englische Mannschaft erhielt die Erlaubnis, sie zur Unterhaltung zu beobachten, in der Hoffnung zusehen zu können, wie sie sich paaren. Zur Erquickung unserer Männer haben wir jetzt eine weibliche Gefangene. Wir brachten das Paar zusammen und jeder unserer Männer wünschte sich im Stillen zu erfahren, wie ihre Treffen und Vergnügungen wohl verlaufen. Die Mannschaft war enttäuscht von der Würde des Paares. Obwohl sie ständig zusammenlebten, verhielten sie sich niemals wie Mann und Frau. Sie waren beide sehr schamhaft und keines ihrer privaten Teile konnte entdeckt werden. Nach ihrer Ankunft in England malte der Künstler John White diese Porträts. Bald darauf starben der Inuit-Mann, die Frau und das Kind an einer Krankheit. Im nächsten Frühling segelte Frobisher zum letzten Mal in die Welt der Inuit. Dieses Mal kam niemand, um die Schiffe zu begrüßen. Die Inuit hielten sich abseits. Sie lehnten jeden Kontakt ab. Das Geheimnis der vermissten Seeleute konnten die Engländer niemals lösen. Aber die Inuit erzählten jahrhundertelang die Geschichte von den 5 weißen Männern, die Frobisher im Stich gelassen hatte. Man sagt, sie hätten friedlich unter ihnen gelebt. Aber eines Tages im Frühling hätten die 5 Männer ein Umiak mit einem Mast und mit Segeln ausgestattet und seien hinausgesegelt, um nie wieder gesehen zu werden. Im Jahre 1600 war die Atlantikküste von Nordamerika, den heutigen Vereinigten Staaten, die Heimat von über 100 indianischen Völkern. Sie ernährten sich von den Früchten ihres fruchtbaren Ackerlands, von ertragreichen Jagden und vom Fischfang. In ihren gut gepflegten Gärten wuchsen Mais, Kürbis und viele andere verschiedene Sorten von Früchten und Gemüse. Im Sommer dehnten sich die Zelte der Fischer über die vorgelagerten Inseln aus. In Buchten und Flussmündungen tummelten sich Fischschwärme, die mit Netzen und Reusen gefangen wurden. Das Land, die Menschen und die Lehren vermischten sich zu einem reichen, hochentwickelten Lebensstil. In der Mitte der Atlantikküste, südlich des heutigen Washington, D.C., vereinigten sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts 30 kleine Völker, um die mächtige Powhatan-Konföderation zu gründen. Die Powhatan-Konföderation wurde von einem charismatischen Anführer gegründet, der, umgeben von Leibwächtern und Anhängern, viele seiner untergebenen Städte bereiste. Sein Name war Wahunsonakua. Mit diplomatischem Geschick hielt er die 30 Stämme zusammen und mit militärischer Stärke beherrschte er die Region. 1607 segelte ein englisches Schiff in die Chesapeake Bay, in das Land der Powhatan. Der Kapitän des Schiffs war ein Glücksritter, John Smith. In der Hoffnung, die erste erfolgreiche englische Kolonie in Nordamerika zu gründen, landete die kleine, aber gut bewaffnete Expedition an einem Ort, den sie Jamestown nannten. Als Jamestown Gestalt annahm, wägte Wahunsonakua sorgfältig seine Möglichkeiten ab. Er hätte die Ansiedlung zerstören können, aber er war sich sehr wohl der Stärke der europäischen Waffen bewusst und er wusste, dass ein Angriff auf die Powhatan einen hohen Preis kosten konnte. Außerdem sah Wahunsonakua die Vorteile eines Handels, der sie mit europäischen Waffen und Werkzeugen versorgen könnte.
Er entschied sich zu beobachten und abzuwarten. Einer seiner engsten Verbündeten berichtete ihm, nachdem er sich mit eigenen Augen überzeugt hatte, welche Fortschritte die Siedlung machte. Es war sein Bruder Opekankanuk, der Häuptling des mächtigsten Poatan-Volkes, der Pamunkey. Während des ersten Winters waren die Kolonisten kaum dazu in der Lage, sich mit dem Nötigsten zu versorgen, und viele starben. Opekankanuk berichtete, dass verzweifelte Engländer in die Städte der Poatan eindrangen und sich gewaltsam mit Nahrung versorgten. Wahunso Nakua entschied, dass er die Kolonie unter seine direkte Kontrolle bringen müsse. Er ordnete die Gefangennahme von John Smith an und ließ den englischen Kapitän zu sich bringen. Wahunso Nakuas Lieblingstochter Pocahontas war ebenfalls zugegen. Die romantische Geschichte, dass Pocahontas Smiths Leben gerettet hat, ist zweifellos ein Beispiel für Smiths blühende Fantasie. In seinem Bericht über den Vorfall, den er direkt danach verfasst hat, wird mit keinem Wort erwähnt, dass sein Leben in Gefahr war. Aber seine Memoiren, die er 17 Jahre später verfasste, enthalten diese Geschichte. In seinen Memoiren behauptet er sogar, dass sein Leben nicht weniger als 3-mal im letzten Augenblick durch schöne Frauen gerettet wurde. Es ist wahrscheinlicher, dass Wahunso Nakua ein Bündnis schmiedete, indem er Smith zum Oberhaupt von Jamestown machte, der jüngsten, den Poatan untergebenen Stadt. Nachdem Wahunso Nakua sich seine Souveränität und die Unterwerfung der Engländer gesichert hatte, ließ er Smith frei. Als aber neue Siedler und Nachschub aus England ankamen, steuerte die Kolonie einen neuen Kurs gegen die Vormacht. Die Engländer versuchten, Wahunso Nakua zum König der Poatan zu krönen, was ihn zu einem Untertan des Königs von England gemacht hätte. Aber die Krönung geriet zur Farce. Und es war ein übles Problem, ihn niederknien zu lassen, damit er die Krone erhalten konnte. Er wusste weder etwas über seine Majestät den König, noch kannte er die Bedeutung der Krone, noch wusste er etwas über den Kniefall. Bald waren alle von den Unterweisungen, Beispielen und Instruktionen ermüdet. Zu guter Letzt gelang es Captain Newport mit hartem Druck auf seine Schultern, ihn ein wenig einknicken zu lassen, und er setzte ihm die Krone auf den Kopf. John Smith, englischer Kapitän. Die wirkliche Verteilung der Macht zeigte sich im Handel zwischen den beiden Nationen. Die Engländer mussten für Nahrungsmittel extrem hohe Preise in Form von Kupfer und Handelswaren an die Poatan zahlen. Neuankömmlinge in der Kolonie waren schockiert von diesem Umtauschkurs. Und die Situation war beschämend für John Smith und die Engländer. Endlich, ermutigt durch Nachschub an Waffen und Menschen, sah John Smith seine Chance gekommen, die Machtverteilung zugunsten von Jamestown zu verändern. Im Januar 1609 fiel eine Militäreinheit in eine Pamunkey-Stadt ein, nahm Opekankanuk gefangen und machte ihn mit vorgehaltenem Gewehr gefügig. Die Soldaten plünderten die Lebensmittellager der Pamunkey und sie verlangten regelmäßige Abgaben in Form von Nahrung. Sollten die Pamunkey dem nicht nachkommen, drohte Smith, würde er seine Schiffe mit ihren toten Gerippen beladen. Trotz des Überfalls war Wahunso Nakua bemüht, den Frieden zu wahren. Warum nehmt ihr euch mit Gewalt, was ihr friedlich durch Liebe bekommen könntet? Warum wollt ihr uns, die euch mit Nahrung versorgen, vernichten? Was könnt ihr mit Krieg erreichen? Wir sind unbewaffnet. Wir sind gewillt, euch zu geben, was ihr braucht, wenn ihr in freundlicher Absicht kommt und nicht mit Schwertern und Gewehren. Wahunso Nakua, Poatan. Aber die Engländer waren zu keiner diplomatischen Lösung bereit. Sie gaben nicht länger vor, die Vorherrschaft der Poatan zu respektieren, sondern sie benutzten ihre Waffen, um sich zu nehmen, was sie wollten. Auch das Land der Poatan. Das Überleben der Poatan stand auf dem Spiel. Wahunso Nakua entschied sich schließlich im August 1609 für Krieg.
der 4 Jahre ohne Unterbrechung andauern sollte. Dann, im April 1613, wurde Pocahontas entführt, als Geisel zur Befreiung aller englischen Kriegsgefangenen. Die englischen Gefangenen wurden entlassen, aber Pocahontas blieb gefangen. Sie wurde täglich in englischen Gebräuchen und anglikanischer Religion unterwiesen. Schließlich erklärte die Gefangene, sie habe sich in John Rowe, einen ihrer Aufseher, verliebt. In der Hoffnung, seine Tochter wiederzusehen, willigte der erschöpfte Warunzonakoa in einen Waffenstillstand ein. Ich bin nicht so naiv, dass ich nicht wüsste, dass es besser ist, gutes Fleisch zu essen und bequem zu schlafen, zu lachen und mit den Engländern fröhlich zu sein, statt vor ihnen fliehen zu müssen, in kalten Wäldern zu liegen und derart gejagt zu werden, dass man weder essen noch schlafen kann. Warunzonakoa Poatan. Pocahontas wurde als Lady Rebecca getauft und durch ihre Heirat mit John Rowe wurde der Friede besiegelt. 2 Jahre später segelten sie mit ihrem kleinen Sohn nach England. In London war Pocahontas eine Sensation. Sie wurde in den besten Kreisen herumgereicht und dem König vorgestellt. Die Frau, die als rechtgläubige Wilde bezeichnet wurde, sollte ihre Heimat nie wiedersehen. Sie wurde krank. Und im März 1617, als sie sich darauf vorbereitete, nach Jamestown zu segeln, starb Pocahontas. Sie war 22 Jahre alt. Seine zusammenschrumpfenden Ländereien und der Tod seiner Tochter brachen Warunzonakoa schließlich das Herz. Er gab seine Herrschaft auf und starb im darauffolgenden Jahr. Für Warunzonakoas Bruder, Opekankanuk, ging der Kampf weiter. Und er sah sich einer sehr ernsten Lage gegenüber. Der amerikanische Brauch, Tabak zu rauchen, verbreitete sich in England. Die Nachfrage nach Virginia-Tabak bescherte Jamestown eine Einnahmequelle und mehr Bedarf an Poatanland, um es kultivieren zu können. In den nächsten 25 Jahren führte Opekankanuk die Poatan in Kriegen um ihr Land und für Unabhängigkeit an. Aber im Jahre 1645 wurde der Kampf hoffnungslos. Opekankanuk war alt geworden. Er wurde auf einer Tragbahre in die Schlacht getragen. Ohne Hilfe konnte er nicht laufen. Er konnte nichts mehr sehen, wenn ihm seine Diener nicht die Augenlider offen hielten. Der letzte Krieg der Poatan endete mit der Gefangennahme ihres 90 Jahre alten Häuptlings. Opekankanuk wurde von einem englischen Wachposten durch einen Schuss in den Rücken ermordet. Das mächtige Reich der Poatan war nicht in der Lage gewesen, sich der Flut der kolonialen Expansion entgegenzustemmen. Auf dem kleinen Land, das man ihnen gelassen hat, leben die Poatan noch heute, darunter auch Nachfahren der beiden Brüder, die ihr Volk durch die ersten Jahre der Auseinandersetzung mit den Europäern geführt hatten. Im Jahre 1619 kehrte ein junger Mann namens Discantum vom Volk der Patuchet zurück in sein Dorf in der Massachusetts Bay. Aber weder seine Mutter noch sein Vater oder seine Frau eilten ihm entgegen, um ihn willkommen zu heißen. Sein Dorf war verlassen, die Häuser überwuchert. Und anstelle von Familie oder Freunden fand er ein Feld mit Knochen vor.
5 Jahre früher hatte ein Engländer Tiscantum gefangen genommen und nach Spanien gebracht, wo er als Sklave verkauft werden sollte. Ein spanischer Priester hatte ihn befreit. Und dann schlug er sich bis nach England durch. Von dort machte er sich auf den Weg nach Nordamerika, als Führer und Übersetzer auf einem englischen Schiff. Tiscantums Dorf war durch eine Krankheit vernichtet worden, die dieselben englischen Sklavenhändler mitgebracht hatten, die ihn entführten. Jetzt stand er vor den zerschlagenen Überresten seiner Heimat. Dieses Jahr würde man kein Erntedankfest feiern für die Gaben der Erde und des Meeres. Kein Dank für den Mais, die Truthähne und Gänse, die Hummer, Walnüsse und Beeren, die es so reichlich gab. Tiscantums lange Reise endete in Montauk, der Hauptstadt des benachbarten Wampanoag-Volkes, das sich ebenfalls von den von europäischen Krankheiten verursachten Leiden erholte. Im Dezember des darauffolgenden Jahres, 1620, segelte ein kleines englisches Schiff, die Mayflower, in die Patuchet-Bucht und landete an der Stelle, wo Tiscantums verlassenes Dorf lag. Die Engländer benannten es um in Plymouth. Der erste Winter der Pilgerväter war hart. Krankheit und Hunger dezimierten die 100 Kolonialisten um die Hälfte. Kein Indianer kam auf sie zu und sie konnten auch keine finden. Der Frühling brach an und die überlebenden Pilgerväter wurden vom plötzlichen Auftauchen eines Indianers überrascht, der sie in englischer Sprache begrüßte. Sein Name war Somerset. Er hatte bei den Engländern, die nach Monhegan kamen, um zu fischen, etwas gebrochenes Englisch gelernt. Wir fragten ihn nach vielen Dingen. Er erzählte uns, dass der Ort, wo wir jetzt lebten, Patuchet genannt wurde, und dass vor ungefähr 4 Jahren alle Bewohner an einer außergewöhnlichen Krankheit gestorben seien und dass weder Mann, Frau noch Kinder übrig geblieben seien. In der Tat, wir haben niemanden vorgefunden, sodass es hier keinen gibt, der uns daran hindern könnte, Land in Besitz zu nehmen oder Ansprüche geltend machen könnte. William Bradford, Plymouth Kolonie. Somerset verließ Plymouth und reiste nach Montauk, um dem Wampanoag-Häuptling Massasoit die Nachricht von der neuen Kolonie zu überbringen. Innerhalb weniger Tage machten sich Massasoit und einige Männer, die ihn begleiteten, auf den Weg nach Plymouth. Somerset wurde vorausgeschickt, zusammen mit jemandem, dessen Englisch noch besser war als sein eigenes. Tiscantum, der letzte Patuchet, der einzige Mensch, der Plymouth wirklich als seine Heimat bezeichnen konnte. Am gleichen Tag kam Massasoit an. Er war ein sehr robuster Mann in seinen besten Jahren, William Bradford, Plymouth-Kolonie. Massasoit handelte mit den Pilgervätern ein Abkommen über Frieden und gegenseitigen Schutz aus, wobei ihm Somerset und Tiscantum als Übersetzer dienten. Massasoit hatte gute Gründe, Verbündete zu suchen. Die europäischen Krankheiten hatten die überwältigende Mehrheit der Wampanoag und benachbarter Völker ausgelöscht. Jedoch ihre mächtigen Rivalen im Westen, die Narragansett, waren verschont geblieben. Ein Bündnis mit den Pilgervätern konnte dazu beitragen, die diplomatische Stärke der Wampanoag wiederherzustellen. Warum sollten sie sich 2 Feinde schaffen? Die Narragansett, die vielleicht ihre größte Bedrohung darstellten, und diese lästigen Engländer, die in das Land einfielen und die bisher aber nicht den Eindruck erweckten, als ob sie bleiben wollten.
Sie bauten Häuser. Sie hatten ihre Familien und Frauen mitgebracht. Aus der indianischen Logik heraus sagte man sich, du bringst deine Frau nicht dahin, wo du Krieg führen willst. Also lass uns mit diesen Leuten Frieden schließen. Nutze sie als Verbündete. Sie haben ihre eigenartigen Waffen. Und wenn wir die Ersten sind, dann werden wir sie auf unserer Seite haben und sie werden ihre Gewehre nicht gegen uns richten. Während Massasoit und seine Begleiter nach Montaub zurückkehrten, blieb Tiscantum bei den Pilgervätern in seiner geliebten Heimat und lehrte die Neuankömmlinge, wie man pflanzt und wo man fischt. Im Herbst waren 80 Hektar indianischer Mais in Plymouth reif für die Ernte. Und genauso wie Tiscantum den Pilgervätern beigebracht hatte, wie man pflanzt und erntet, muss er ihnen wohl auch von der jährlichen Feier des Erntedanks erzählt haben, eine Zeremonie, um die Gaben ihrer Erde zu feiern. Die Pilgerväter übernahmen diesen Brauch und luden Massasoit und seine Wampanoag ein, ihre Gaben mit ihnen zu teilen. Der Indianerhäuptling kam mit 90 seiner Leute und brachte 5 Stück Wildbret für das Fest mit. Die Feierlichkeiten dauerten 3 Tage und 3 Nächte. Gebete und Tänze wechselten sich ab mit Schießwettbewerben, Ringkämpfen und Spielen. Das Erntedankfest von 1621 sollte als das erste der Pilgerväter in die Geschichte eingehen. Für die Wampanoag gab es diesen Tag des Dankes von Anbeginn an. Wir glauben, dass alles, was wir erhalten, ein Geschenk des Schöpfers ist. Und weil es ein Geschenk ist, bedanken wir uns auf jede mögliche Weise. Das war die Basis für unser zeremonielles Leben. Und weil alles ein Geschenk war, verbanden wir damit auch eine Verpflichtung zu teilen. Wenn wir nicht teilten, gab es auch keinen Grund für den Schöpfer, uns weiterhin zu beschenken. Because if we didn't share, there was no reason for the Creator to continue to give us those gifts. Am Ende dieses ersten Erntedankfestes versprachen sich die Pilgerväter und die Wampanoag, dieses Fest jedes Jahr zu feiern, zum Dank für die Ernte und ihre Freundschaft. Aber die Beziehungen zwischen den Völkern sollten sich verändern. Wir kamen ihnen in allem entgegen. Wir ernährten sie und gaben ihnen Liebe. Andernfalls wären sie am Strand krepiert. Als die Engländer das erste Mal kamen, da war mein Vater ein großer Mann. Und die Engländer waren wie kleine Kinder. Mein Vater hielt andere Indianer davon zurück, den Engländern Leid zuzufügen. Er gab den Engländern Mais und brachte ihnen bei, wie man ihn anbaut. Er schenkt ihnen 100-mal mehr Land, als ich jetzt für mein eigenes Volk habe. King Philip, Wampanoag. Fast 40 Jahre lang, in denen sich die Plymouth-Kolonie rasch ausbreitete, bewahrte Massasoit Frieden zwischen seinen Wampanoag und den Engländern. Massasoit von der Wampanoag-Nation war ein großartiger Hüter des Friedens. Und diese 50 Jahre Frieden zwischen uns und den Engländern verdanken wir wirklich seiner Intelligenz, Ehrlichkeit und der Liebe zu seinem Volk. Zur Zeit von Massasoits Tod im Jahre 1660 war in Plymouth eine neue Generation an die Macht gekommen. Sie hatten seine Großzügigkeit schon längst vergessen. Die Führung ging über an Massasoits 24-jährigen Sohn Philip, der später als King Philip bekannt wurde. Philip, der die Macht übernahm, war ganz anders. Er war entschlossen, bis zum Ende für sein Volk zu kämpfen. Er war entschlossen, bis zum Ende für sein Volk zu kämpfen.
Als King Philip 1662 an die Macht kam, hatte die wachsende Kolonie bereits 50.000 Einwohner. Die indianischen Nationen in Neuengland waren eingekreist. Ihre Anbauflächen schrumpften. Vielen Wampanoag blieb keine andere Wahl, als für die Engländer Arbeiter oder Diener zu sein. Aber sie verloren nicht nur ihr Land und ihre Freiheit. Auch ihre Kultur und ihre Traditionen wurden bekämpft. Die Engländer hielten die Wampanoag in jeder Hinsicht für unterlegen, besonders vom religiösen Standpunkt aus. Für sie waren sie Wilde. Eifernde Puritaner setzten alles daran, sie zu bekehren. Viele wurden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und ihren Glauben aufzugeben und in neu eingerichtete Predigerstädte zu ziehen. Mit wenig Rücksicht auf die Souveränität der Nation der Wampanoag nahmen die Engländer King Philips Leute wegen Verletzung der puritanischen Moralgesetze gefangen. Menschen wurden verfolgt, weil sie am Sabbat jagten oder fischen gingen, weil sie indianische Medizin anwendeten oder in nichtchristlicher Ehe lebten. Wir Frauen gingen hinaus zu unserem Mondzelt, entweder allein oder mit unseren Freundinnen, die zur gleichen Zeit ihre Regel hatten. Wir plauderten und reinigten uns dort. Sie erließen ein Gesetz, dass wir das nicht dürften, dass wir im Dorf bleiben und arbeiten müssten, außer am Sabbat. In Plymouth wurden Indianer mit dem Tod bestraft, wenn sie die christliche Religion ablehnten. Beten oder erschossen werden, das war die Methode der Bekehrung. So brachte man den ersten christlichen Indianern das Christentum bei. King Philip nahm eine kompromisslose Haltung gegen die Unterdrückung ein. Ihr seht dieses weite Land vor uns liegen, das der Schöpfer unseren Vätern gab. Ihr seht die Kleinen hier, unsere Frauen und Kinder. Und nun blickt auf eure Widersacher. Sie sind anmaßend und dreist geworden. Unsere alten Bräuche werden missachtet. Verträge, die unsere Väter geschlossen haben, werden gebrochen. Unsere Brüder werden vor unseren Augen ermordet. King Philip, Wampanoag. 15 Jahre nach dem Tode seines Vaters drängte King Philip schließlich sein Volk zum Krieg. Die Seelen unserer Ahnen rufen uns. Sie fordern Rache. Diese Menschen aus der unbekannten Welt werden unsere Wälder abholzen. Sie vernichten unsere Jagdgründe und unsere Pflanzungen. Sie vertreiben uns und unsere Kinder von den Gräbern unserer Väter. King Philip hatte keine andere Wahl. Sein Land wurde ihm weggenommen. Die Loyalität seines Volkes wurde untergraben. In diesem Krieg ging es nicht nur um Land, es ging um unser Recht, den Traditionen zu folgen, die uns der Schöpfer gegeben hat. Am 24. Juni 1675 begann King Philips Krieg. In einer großartig koordinierten Serie von Angriffen wurden mehrere englische Städte eingenommen und von den Wampanoag und ihren Verbündeten bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Ein Indianer vergisst niemals eine Freundlichkeit, aber er vergibt auch niemals ein Unrecht. Im Laufe der Jahre waren zwischen Massasoit, King Philips Vater, und den Siedlern viele freundschaftliche Kontakte entstanden. King Philip vergaß keine Familie, die seiner eigenen nahe gestanden hatte. Er verschonte sie. Einigen dieser Familien schickte er während des Krieges sogar Warnungen, dass die Städte, in denen sie lebten, niedergebrannt werden sollten, damit sie fliehen konnten. Als sich die Siege der Indianer häuften, gerieten die Siedler in Panik. Es wurde berichtet, dass indianische Truppen in die Außenbezirke der englischen Städte stießen, wie Blitze in die Ränder der Wolken. Auf einer Brücke über den Charles River schlug einer von King Philips Männern diese eindringliche Botschaft an. Nehmt durch diese Schrift zur Kenntnis, dass die Indianer, die ihr bis zu Wut und Zorn gereizt habt, euch bekriegen werden, wenn ihr Krieg wollt. Es gibt noch viele Indianer. Bedenkt, dass die Indianer nichts verlieren, außer ihr Leben.
Ihr werdet eure schönen Häuser und euer Vieh verlieren. James Nipmuc. Den ganzen Herbst und Winter waren King Philips Truppen vom Glück begünstigt. Dann folgte eine Reihe von Niederlagen, die einige Verbündete der Wampanoag entmutigte. Beim Massaker im Großen Sumpf wurden über 300 indianische Frauen und Kinder bei lebendigem Leib in ihren Wigwams verbrannt. Das geschah am 19. Dezember, gerade 6 Tage vor Weihnachten. Ein Historiker berichtete, dass der Geruch von verbranntem Fleisch einen der englischen Soldaten so bewegte, dass er später einen seiner Vorgesetzten fragte, ob das Verbrennen von Feinden bei lebendigem Leibe mit den mildtätigen Prinzipien des Evangeliums zu vereinbaren sei. Pilgrim soldiers that he later asked one of his superiors whether burning their enemies alive was consistent with the benevolent principles of the gospel. Das Kriegsglück wendete sich. Bei Frühlingsanfang waren die Wintervorräte aufgebraucht und sie waren nicht dazu in der Lage, neue anzupflanzen oder ihre Vorräte zu ergänzen. King Philips Leute waren am Verhungern. Und die englischen Truppen jagten sie wie weitwunde Tiere. Im Mai griffen die Engländer ein Lager verbündeter Indianer oberhalb der Wasserfälle des Connecticut-Flusses an. 300 Indianer wurden getötet. Einige schafften es, zu ihren Kanus zu kommen. Aber in ihrer Hast verloren sie ihre Paddel. Sie wurden in den Wasserfall gespült und stürzten zu Tode. In den folgenden 2 Monaten konnten King Philips Leute zwar der Einkesselung entgehen, aber die Schlinge zog sich immer enger. Im August überfielen englische Truppen sein Lager. 173 Menschen wurden getötet oder gefangen genommen. King Philip konnte mit knapper Not entkommen. Aber unter den Gefangenen befanden sich seine Frau und sein 9 Jahre alter Sohn. In Plymouth entschied der Klerus über ihr Schicksal. Sie wurden als Sklaven auf den Bermudas verkauft. Mein Herz bricht. Jetzt bin ich bereit zu sterben. Er wollte sich den Ort seines Todes selbst auswählen. King Philip kehrte zurück in seine Heimat nach Montaub, wo sein Vater Massasoa vor Jahrzehnten die Einwanderer versorgt und unterhalten hatte. Im Morgengrauen des 12. August 1676 umzingelte eine Armee, die aus Engländern und Indianern bestand, das schlafende Lager. Einen Augenblick später war King Philip tot, niedergestreckt durch einen Schuss in das Herz von einem indianischen Söldner. King Philips Kopf wurde in Plymouth zur Schau gestellt und blieb dort für die nächsten 20 Jahre. Wir alle haben unser Schicksal, unsere Rolle im Leben. Der Schöpfer hat uns in seiner Weisheit ausersehen, verschont zu bleiben. Wir alle hätten bei lebendigem Leib im großen Sumpf verbrennen können. Wir alle hätten abgeschlachtet werden können. Aber wir sind aus einem bestimmten Grund hier belassen worden. Wir sollen das Gewissen dieser Gesellschaft sein, um zu verhindern, dass sich die gleichen Fehler noch einmal wiederholen. Das ist es, was ich als meine Aufgabe ansehe. Das ist das Schicksal der Ureinwohner dieses Kontinents, die sich erhoben haben und den Geist von King Philip, Pontiac, Geronimo und allen unseren großen Anführern fortführen. Continue with that spirit that King Philip, Pontiac, Geronimo, all of our great leaders have had. In unserer nächsten Folge begeben wir uns in das Innere des Kontinents,
wo das Land der Indianer in Schlachtfelder verwandelt wurde, als die französischen, englischen und amerikanischen Mächte um Vorherrschaft kämpften. Im Hexenkessel von Revolution und Bürgerkrieg. Überlebenskampf der Indianer.